Halt, stopp! Warte kurz, mach das Video noch nicht aus. Hör erst mal zu, was ich in diesem Video für dich habe. Und dann kannst du dir vielleicht eine Menge Gesuche auf diesem Kanal ersparen. Okay, wenn du das jetzt hörst, dann hast du wahrscheinlich nicht ausgemacht. Und zwar ist das hier das Vorstellungsvideo für den Kanal. Ich möchte dir hier in ein paar knackigen, kurzen Minuten erklären, was du auf diesem Kanal überhaupt findest und worum es geht, wie ich charakterlich diese Videos gestalte. Und ja, dann ersparst du dir eine Menge Sucherei und weißt gleich von Anfang an, ob dir der Kanal gefällt oder ob er vielleicht nichts für dich ist. Und dann wünsche ich dir jetzt viel Spaß. Hey und damit herzlich willkommen auf dem Kanal Neverguest LP. Mein richtiger Name ist Frank Hoffmann, ich bin 20 Jahre alt und habe hier seit 2,5 Jahren den Kanal Neverguest LP laufen, auf dem du mittlerweile bis zu über 2500 Videos bestaunen kannst. Ganz besonders stolz bin ich da auf die über 800 Folgen Minecraft, die wir mittlerweile haben. Dies ist nicht der erste Kanal-Trailer, wir hatten bereits schon mal einen Kanal-Trailer. Allerdings muss ich gestehen, halt wir haben auch bei 400 Folgen Minecraft gespielt, ist also schon über ein Jahr her. Da dachte ich mir, mache ich für die neuen Zuschauer langsam mal einen neuen, der vielleicht ein bisschen aktueller ist. Ja, wie kommentiere ich meine Spiele? Ich bin eher so der ruhige bis ein wenig überdrehte, das kommt sonst darauf an, wie ich gerade gelaunt bin, Spieler. Ich spiele vor allen Dingen gerne Aufbau- oder Indie-Spiele. Shooter sind aber auch vertreten. Ich versuche meist ein recht großes Spektrum an Games auf dem Kanal zu bieten. Bin dabei ein sehr großer Fan von Minecraft oder von Dedelic-Spielen. Ansonsten haben wir auf dem Kanal mittlerweile bis zu 2700 Videos zu bieten und eine 1000 Mann starke Community. Eigentlich bin ich ein deutscher Let's Player, wohne aber momentan in Österreich und obwohl ich hier spärlich eingerichtet bin, was die Let's Play-Ausstattung angeht, habe ich momentan sozusagen meine kreative Hochphase. Mittlerweile befinden sich pro Tag 4 Let's Plays auf diesem Kanal neu, eins davon geht bis zu 30 Minuten am Tag. Zudem habe ich momentan noch einen Zweitkanal aufgemacht und versuche beides etwas auszubauen. Streams gibt es momentan leider keine, die gab es mal und wird es auch wieder geben, sobald ich in Österreich bin. Aber solange ich hier bin, habe ich dazu leider nicht die Möglichkeiten, aber ich denke, darüber wirst du hinwegkommen. Ja, sollte mal irgendein Let's Play nicht erscheinen oder sollte es irgendwelche wichtigen Dinge anzukündigen geben, dann bist du natürlich nicht uninformiert, sondern bekommst hier regelmäßig Infovideos oder auch auf meiner Facebook-Seite, ebenfalls NeverGuestLP, erfährst du alle wichtigen Infos sofort und rechtzeitig. Ansonsten gibt es hier ab und zu mal ein paar kleine Specials oder wie gesagt, alles was Real Life angeht, habe ich auf meinem Zweitkanal, der AndroidDurb ist, der ist ebenfalls oben verlinkt. In den letzten Monaten gab es gerade aufgrund meines Umzugs nach Österreich und einer gecrashten Grafikkarte einige Auszeiten auf dem Let's Play-Kanal. Ansonsten sende ich aber seit 2012 täglich meine Let's Plays aus und trotz der Auszeiten, die wir hatten, sind Zuschauer ohne Ende dazugekommen und ich wollte mich nochmal herzlich bedanken bei allen, die da mitmachen und bei allen Neuen, die kommen. Herzlich willkommen auf dem Kanal. Und ja, ich hoffe, dass wir noch viel erreichen werden dieses Jahr. Ich habe viel geplant, habe auch einige Auslandsaufenthalte vor, wo dann bestimmt auch mal Real-Life-Videos kommen werden. Und ansonsten sind auch schon eine Menge neue Spiele vorgestellt oder geplant. Zum Beispiel als kleinen Anreiz wird es bald Silence geben, was im April rauskommt. Wer das Spiel nicht kennt, kann sich einfach mal auf Dedelic Entertainment informieren. Zudem finden natürlich auch einige kooperative Spiele statt oder auch im Multiplayer kann man sagen, momentan das Inside Mine Let's Play ist zusammen mit dem Vendetta aufgenommen oder auch weiterhin bekannt vielleicht einigen ist der Wolke LP, der auch gerne mal mit mir zusammen aufnimmt. Also auch an Multigame tut es ja natürlich nicht mangeln. Was habe ich für Ziele auf diesem Kanal? Einerseits möchte ich natürlich, wie die ganzen letzten 2 Jahre auch schon, eine große Community aufbauen, mit der man sich zusammen unterhalten kann unter den Videos, mit der man zusammen bestimmen kann, was gespielt wird und wo gespielt wird oder wie gespielt wird, was für Let's Plays kommen und tralala, was es da nicht alles so gibt. Und zudem habe ich seit ungefähr einem Jahr, seitdem der liebe Gregor Onk sein Minecraft-Let's Play beendet hat, ein weiteres Ziel, ein Traum, den ich verfolge, und zwar ist das größte Minecraft-Let's Play der Welt geplant. Ich weiß nicht genau, wie lange das gehen wird. Ich weiß nicht, ob ich dafür 2000 Folgen brauche oder ob ich dafür 3000 Folgen brauche. Aber ihr könnt euch sicher sein, wenn ihr das größte Minecraft-Let's Play der gesamten Welt sehen wollt, dann werdet ihr auf diesem Kanal zufrieden sein. Auf besonderen Wunsch der Community tue ich mich natürlich auch gerne mal dazu hinreißen lassen, irgendwelche lustigen und abgedrehten Sachen zu machen. Zum Beispiel hatten wir zum 2-jährigen Special eine kleine Songparodie von Adel Tawil, die mehr schlecht als recht ist. Allerdings kam sie doch recht gut bei der Community an. Ich hoffe, ich konnte den Kanal etwas schmackhaft machen.
Wenn du Lust hast, dann klick doch auf den kleinen Abo-Button und vielleicht finden wir uns ja in einem Kommentar wieder unter einem der Videos und vielleicht kann ich dich auch für das Minecraft Endless Let's Play begeistern. Ich weiß es nicht, ich weiß nicht, wie du tickst. Ich hoffe, du tickst so wie ich. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Adios.